Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Letztes Mal haben wir den Dschungel freigeschaltet, einen Durchgang gemacht und fürs Erste scheint so, als gäb's nicht wirklich was anderes. Man kann hier eine Prüfung machen für einen Morlot, das ins Wasser springt, das geht aber sehr sicher erst ab Level 2, was wir hier noch nicht haben. Schön. So. Wir gehen einfach das Ganze jetzt nochmal durch, gucken, was hier so abgeht, ob wir was verpasst haben letztes Mal und ob wir natürlich bessere Fotos hinbekommen bei manchen Pokémon, bei denen es nicht so lief. Zum Beispiel bei denen. Und das ist ein Apfel. Ich habe mich gerade kurz gefragt, was das ist. Die jieten sich weg. Die Äpfel haben anscheinend keine Kollision zu dem Ding. Servus. Bleiben wir einfach in seinem Gesicht stehen, passt schon. Okay. Es ist halt ziemlich viel, was hier abgeht, muss man sagen. Da hinten hinterm Gebüsch ist ja auch noch ein Arbok, dürfen wir nicht vergessen. Genau hier. Und da war eine Kristallblume, aha. Das Morlot kennen wir schon und diesmal bin ich für das Papinella bereit, letztes Mal nicht. So, da habe ich, denke ich, jetzt schon irgendwo ein gutes Foto dabei gehabt. Und auch hier bei dir. Muss man recht schnell reagieren, sonst verpasst man das Ding. Also, wir sind wieder bei dem Bereich. Diese, hier ist noch ein bisschen Gedöns. Und eben die Ruinen da unten. Kann man ja auch mal ein Foto mitnehmen. Genau wie von der Kristallblume da unten. Und mal gucken, hier sind, glaube ich, für einen Moment keine Pokémon. Wir können in der Zeit ja einfach mit Äpfeln um uns werfen. Aimbot. Ah, close. Das Ding scheint nicht auf irgendwas zu reagieren. Ja, das war, glaube ich, tatsächlich decent. So, das ebenfalls. Das Ding trinkt. Letztes Mal haben wir es unterbrochen dabei. So. Ah, scheiße. Ich glaube, das war eine gute Pose, lol. Die ich jetzt einfach abgebrochen habe. Scheiß wie. Die verpissen sich einfach. Nein, da hinten, ihr habt's gesehen. Da hinten war das Scheißviech, aber ich hab's nicht drauf. Ah, belastend. Da war das Scheißviech. Es hat's aber nicht registriert. Und hallo Bildschirm, danke, dass du wieder zurück bist. Na, ich glaube, ich sollte mir den Ton mal zumindest für mich selber lauter stellen. Das ist gerade nämlich doch recht leise. Hier geht im Moment nichts ab.
Und ich glaube, hier bekommt man auch kein tolles Foto mehr. Okay, das war ganz decent. Ich weiß aber nicht, ob's das Beste von den Viechern war. Aber damit haben wir noch einen Durchgang fertig. Mal schauen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie das war. 6 verschiedene Pokémon, 43 Fotos. Ich habe... eins von dem Pepek zählt als ohne Motiv. Von Morlord habe ich gar keins, das heißt, das hat auf keinen Fall gezählt. Die sind alle 2 Sterne, ich nehme mal das. Sechs mit 3 Sternen hatte ich da schon, dieses Mal aber keins. Hä, wo sind denn auch die Dinger, wo da... Oh, ich habe aus Versehen da oben gescrollt. Ich wollte gerade sagen, die Dinger, wo es getrunken hat, die geben ja 3 Sterne. Die Sache ist halt, dass ich 3 schon hab bei dem Ding. Deswegen würde ich, denke ich, lieber auf 2 gehen. Oder, no, das ist eigentlich... Das da nehme ich. Ein 1er. Ja, hier hatte ich halt schon 3er. Hier hatte ich schon wieder 3. Deswegen, ja, hier habe ich eh nur ein Foto. Mein letztes hier hatte 2 Sterne, deswegen nehme ich das hier mit 1. Antike Ruinen und Kristallblumen. Okay, Kristallblume geht nicht mal. Na dann, sind wir mit dem Durchgang fertig. Mal gucken, ob's halbwegs passt. Nein, das war deutlich schlechter, als ich dachte. Och, komm, Digga. Hä, ja, die sind free. Ich hab dir doch erzählt, dass ich in einer letzten Mission endlich mal ein Nicht-Ein-Sterne-Bild geschossen hab. Pass mal auf, hab ich ein Sterne-Bild. Ach so, ein Stern, Papine. Ja, das war aber auch free. Und Alter, die Bewertungen sind bad. Hä? Du hast nie 3 Sterne Papinella gefunden. Ja, nicht nur ich. Hä? Da trinkt für eine halbe Stunde eins Wasser auf der Stage und das bringt 3 Sterne. What the fuck? Wie kann man da kein 3-Sterne-Ding bekommen? Ja, das war kein so guter Durchgang anscheinend. Reicht aber für... ein Forschungslevel plus. Und es gibt Neuigkeiten. Unter anderem einen neuen Auftrag. Ja, bei denen muss ich eh gucken. Die werde ich wahrscheinlich einfach nur machen, wenn ich gerade sozusagen die nebenbei mitnehmen kann. Also, komm. Lad schneller. Danke. Ihr scheint euch auf der neuen Insel schon gut zurechtzufinden. Dann ist es wohl an der Zeit, euch eine neue Aufgabe zu geben. Oh, was sollen wir diesmal tun? Ich möchte, dass ihr den Dschungel bei Nacht besucht und eine der leuchtenden Kristallblumen fotografiert. Was, eine Kristallblume? Das ist eine Blume, die leuchtet. Krass. Sind dir schon mal seltsame Blumen aufgefallen? Ja, die waren rot. Das könnten sie gewesen sein. Wenn sie nachts leuchten, bezeichnen wir sie als illuminiert. Müssen wir irgendwas Besonderes machen, wenn wir eine finden? Nein, es genügt, wenn ihr sie fotografiert. Eure Forschungskamera wird sie dann analysieren. Also dann, geht nachts in den Dschungel, sonst schlage ich euch. Verständlich? Wir könnten natürlich jetzt auch einfach nochmal tags in den Dschungel gehen, weil wir da jetzt das neue Level haben, aber Ach, ich muss hier anscheinend nochmal drauf gehen. Aha. Was heißt das hier? Im hohen Gras da ist irgendwas. Ähm.
Ich habe nicht mehr gesehen, dass es dann Tukanon gibt. Ist wahrscheinlich erst ab Level 2. Und ja. Dann machen wir mal, was der alte Sack von uns will. Und gehen bei Nacht in den Dschungel. Dschungel bei Nacht ist im Real Life, denke ich, nicht so der sicherste Ort, aber mal gucken, was hier abgeht. In dem Spiel kann einem ja sowieso gar nichts irgendwas. Das ist durchaus möglich. Ich glaube, hier kann wirklich die Scan-Funktion gut helfen. Die scheiß Pflanze stand im Weg. Ja, da habe ich wahrscheinlich was verpasst. Ja, aber sieht cool aus. Alter, richtig krass gegen den Baum. Ach, das ist wieder nur das Spinnennetz. Okay, das könnte als Pose gut sein. Dass das Ding hier so geleuchtet hat. Apropos leuchten, hier leuchten die Pflanzen so sehr. Ist hier eine Kristallblume irgendwo? Weil die leuchten doch schon arg. Die mit einem Apfel abwerfen bringt bestimmt einiges. Die essen das ganz gerne. Das sind Kannibalen. Ja, bei mir läuft's. Da vorne chillt noch ein Kleopatra. Da hinten sind Ariados, mal was Neues. Ja, weiß nicht, ob das Foto so toll war. Ich wollte gerade sagen, warum eigentlich Bubungus? Ja eben, das hat die Dinger da fotografiert. Ich habe gerade gedacht, keine Ahnung. Ich kenne einige Pokémon-Namen nicht und dachte, ich wäre gerade irgendwie durch. Deswegen habe ich nichts gesagt. Aber nee, das hat nicht die Viecher fotografiert. Ich habe auch gedacht, das ist vielleicht kein Ledian, weil ich es nur so von hinten seitlich gesehen habe. Könnte ja vielleicht doch was anderes sein. Da sind nochmal die Ruinen. Pff, der Gesichtsausdruck war toll. Und da ist auch das Tukanon, von dem die Rede war. Und da ist auch ein Pepek dabei. Ich habe Fotos von beiden. Es ist immer gut. Okay, da drüben leuchtet es sehr extrem. Oh, hi. Hätte man das im Sprung erwischt, dann hätte es wahrscheinlich Bonuspunkte gegeben. Je, da hinten chillen einige Carpador dieses Mal. Komm rüber. Okay, da ist ein Jan Mega. Nicht nur eins. Da sind ein Haufen Jan Mega. Sheesh. Es gönnt sich. Apropos gönn, ey, Morlord. Dann halt nicht. Wo gibt's hier was zu scannen? Kristallblume. Hm, mach mal Platz, du Fettsau. Danke. Das ist mir klar. Ja, das war ein gutes Carpador, glaube ich. Was ist das für Sounds? Auf jeden Fall sind hier noch ein paar Pilze.
Oh, ist super, wenn man das Hallo-Bildschirm, danke. Es ist tot. Wir haben es umgebracht, Leute. Perfekt. Da gehen wir lieber ganz schnell weg, bevor die Peter da was von erfährt. Ich wollte es nur füttern. Das war ein Pilz. Es war... Ja, nein, keine Ahnung. Da weiß nicht mal die Peter, was sie machen soll. So, weiter. Frohball haben wir. Zwei Sterne haben wir schon, deswegen gönnen wir uns einfach mal das da. Von den Dingern haben wir gar nichts. Wir haben ein 3-Sterne-Bild. Das, wo das Ding gestorben ist, etwa. Ich kann auch einfach so machen. Ja! Das Spiel findet's auch gut, Pilze umzubringen. Die haben alle einen Stern. Das ist das Beste, meiner Meinung nach. Andererseits, es gibt ja Punkte für Blickrichtung und die war hier besser. Ja, davon habe ich halt, da habe ich viel Auswahl. Ja, die werden alle nicht so toll sein. Ledian, hab ich nur die 2 und auch kein Vergleichsbild. Hä? Warum sind das 3 Sterne und das einer? Was ist denn der Unterschied? Ich glaube, beim Rechnen wird das die Mundwinkel hochgezogen. Alles klar. Ja, das Ding einfach mal. Da habe ich nur 1 mit 3 Sternen. Apropos 3 Sterne. Ja, das ist doch geil, das Foto. So, hier hast du deine leuchtende Kristallblume und hier hast du nochmal ein paar Ruinen. Das war ein guter Durchgang, glaube ich. Also, Frohball wird nicht so gut sein. Okay, besser als ich dachte. Das Viech ist tot. Mit hier 3600 Nice-Punkten. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist doch eigentlich gut, oder nicht? Ja, das ist ein Ballerfoto. 4-7. Ariados ist wieder nicht so gut. Da hatte ich halt auch nicht viele Möglichkeiten. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal mit 3000 gerechnet. Okay, dass das so viel schlechter ist, hätte ich allerdings nicht erwartet. Ja, da gibt's halt keinen Vergleichswert. Ist das Foto decent? Jawohl, über 4K. Und dann nochmal 3,8. Wir hatten ganz gute Fotos in dem Run, habe ich das Gefühl. Das da aber wahrscheinlich gar nicht. Ja, dass das nicht mal 3 sind, habe ich mitgerechnet. Und das ebenfalls. Aber hat das nicht die Mission erfüllt? Es gab doch eine Mission mit Pepek und Tukanon, oder muss das am Tag sein? So, Ruinen und Kristallblume. Ich hatte bisher meine 4 Sterne, weil ich war perfekt. Ah, scheiße. Naja, es wird nicht für ein neues Level reichen. Oh, aber schon wieder recht close. Wir bekommen noch hier ein bisschen Gedöns. So, er hat jetzt begonnen, die Kristallblume zu analysieren. Was könnten wir nur bekommen? Ich glaube, keine Lumina-Kugeln. Ich meine, nee, woher denn? Hatten wir noch nie sowas? Was soll überhaupt Lumina sein? Wo bin ich? Was mache ich in meinem Haus? Kann weitergehen. Gut gemacht, ich konnte dank eurer Fotos genügend Daten sammeln. Außerdem möchte ich euch noch was zeigen. Oh, das ist doch die komische Kugel, die du entwickelt hast. Sie kann Pokémon und Kristallblumen zum Leuchten bringen, stimmt's? Genau, das ist eine Lumina-Kugel. Aber diese blaue Lumina-Kugel funktioniert leider nur hier auf Floreo. Was, wieso das denn? Keine Ahnung, ich bin besoffen. Und ihre Energie unterscheidet sich wahrscheinlich leicht. So, aber guck mal. Das ist eine
andere Lumina-Kugel. Krass, ne? Kauft ihr jetzt ein DSL-Modem? Abgefahren! Oh, wie schön! Was ist der große Unterschied? Das ist also dieses besondere Leuchten, das nur in der Lente-Region auftritt. Wie heißt es nochmal gleich? Lumina-Phänomen? Interessant, dass es sowohl bei Pokémon als auch bei Pflanzen auftritt. Mit diesen Kugeln kann man dafür sorgen, dass Pokémon und Kristallblumen vorübergehend Illuminaten werden. Wenn das passiert, solltet ihr genau auf Veränderungen des Pokémon und der Umgebung achten. Können wir bitte auch die für Florio haben? Oh. Die hatten wir noch gar... Oh. Ich hab mir irgendwie eingebildet, die hätten wir schon. Wir sollten nochmal in den Naturpark zurückkehren, um sie auszuprobieren. Ich bin offensichtlich schlau. Aber ja, wir haben jetzt Lumina-Kugeln. Yes, mehr Gebiete haben wir im Moment ja auch nicht. Also, wir können hier und hier mal gucken, sind beides auf Level 2, dementsprechend. Bei Nacht sieht das Wald wahrscheinlich mit Lumina besser aus und ich mag Nacht allgemein eh lieber. Deswegen, tja, ich plane eh nicht überall alle Level zu holen, also. So, mit dem Button werfen wir die. Oh, mit dem blauen Feuer, das ist cool. Ich kann eigentlich alles zum Leuchten bringen mit den Dingern. Da hinten, fette Taube. Oh, das freut sich, das Scheißviech. Fette Algenmutation. Freut sich. Die freuen sich auch. Los, freut euch. Die chillen ein bisschen ab. Los! Schuftet, meine Sklaven! Komm raus. So, leuchtendes Pinsi auch nochmal. Ja, da habe ich jetzt wieder ein bisschen verpeilt. Oh, das war gut. Guck mal, ein Bisofunk. Scheiße. Der Keck rennt weg. Und was hat hier bitte gebellt? Die drehen sich da einfach. Was bellt hier die ganze Zeit? Hier ist doch nichts Hundeartiges. Hi. Und wir gehen eine minimal andere Route diesmal. Andere Route übrigens. Pff, ich glaube, das war ein gutes Foto. Felinara! Oh mein Gott, das war geil! Jawohl! Ich gönn mir! Kugeln helfen halt so viel weiter, da kriegt man gleich wieder so viele neue Möglichkeiten. Ey! Ey, ey, Fettsack! Dreh dich um!
So, perfekt. Servus, leucht auch mal ein bisschen. Es hat sich gefreut. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich gefreut. So, Wadribi. Wenn man die Dinger auf Kristallblumen wirft, dachte ich, bringt das ein bisschen mehr. Manchmal bekommt man dadurch spezielle Reaktionen zu den Sternenfotos. Oha! Ah, scheiße. Das hätte wahrscheinlich noch eine Reaktion gegeben. Sah so aus. Ah, trotzdem viel cooler Stuff. Viel cooler Stuff dabei. Und jetzt haben wir gefühlt jedes Pokémon nochmal, aber es leuchtet. Bidiza, das ist deutlich besser. Hoplo, ja, das mit den vier Sternen. Das sieht aus, als würde es irgendwie, keine Ahnung, schnorcheln. Bisofunk, haben wir nur eins. Taubos ist happy. Das bringt auch nur eins. Och, das ist mir... Andererseits, hier sind halt mehr drauf. Das, finde ich, sieht aber irgendwie schon cooler aus. Ah, ich weiß nicht. Es wird beides besser sein als das, was schon ist. Aber ich nehme einfach mal das. Kramurks, nichts Besonderes. Da habe ich eh nur einen Teil. Das ist das Beste. Was? Das ist ein Vierer? Okay, aber vier habe ich halt schon. Deswegen, eins fehlt mir, das habe ich. Filinara habe ich zwei Sterne und ein Stern. Das sieht halt irgendwie weird aus. Das gefällt mir besser. Filinara ist eh toll. Ich habe auch hier nebenbei einmal einen Chimpep erwischt. Ich weiß nicht. Hier guckt's halt weg. Hier ist halt nur ein Kopf drauf. Ich glaube, ich nehme mal das. Mal gucken, wie dem allen meine Fotos gefallen. Ich fand sie gut. Ja, ist halt drei Sterne. Okay, ich habe ehrlich gesagt sogar mit weniger gerechnet. Ah, das ist aber nicht gut. Es ist close, aber das guckt halt weg auf dem anderen. Das ist aber saftig. So, Tangolos. Ernsthaft? Das ist so bad? Ich dachte, ein bisschen besser wäre es schon. Also, das muss besser sein. Da kannst du mir nichts erzählen. Ja. Ja, das, so soll das. Na, ich weiß nicht, ob das besser... Oh, es ist tatsächlich. War ich mir gar nicht so sicher. Und das auch, Alter. Ich hole mir hier die Diamantsterne. Oh mein Gott, Alter. Ich sehe gerade, das hier war ja... ja, auch diesmal. Hier sollen die Diamantsterne wohl nicht ganz sein. So, Karpador, fehlen die 4000 jetzt auch nicht mehr bei den Dreiern. Jawohl, Alter, der Durchgang war gut. Das Ding sieht aus wie ich, nach dem Aufstehen, vom Gesichtsausdruck her. Ja, auch Diamant. Gib mir den Stock. Okay, das definitiv nicht, also vergiss es. Das ist aber auch besser. Und reicht auch. Ich bin so gut. Also der Durchgang hat schon geballert. Das reicht nicht, ne? Und das war's. Trotzdem richtig abgesahnt. Das reicht aber nicht für ein Level. Das ist einfach...
Es braucht einfach einen Haufen. Du hast den Weg entdeckt, der über den... Was? Wie habe ich den denn entdeckt? Der war doch einfach da, der Weg, und ich habe den genommen. Ich habe ihn entdeckt, indem du Level 2 erreicht hast. Wow. So, aber für jetzt würde ich sagen, endet diese Folge von New Pokémon Snap, wenn die Keks mich nicht gleich noch zulabern. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.